Es gab mal einen Let's Player. Nein, es gibt den leider immer noch. Der ist berühmt geworden durch die B2LP. Dadurch ist er wirklich berühmt geworden. Das kann man nur so sagen. Er hat auch an so einem Preisausschreiben teilgenommen, an dem ich auch teilgenommen habe und in letzter Sekunde, ich sag mal, es wieder zurückgezogen habe. Aus Gründen, die in der nächsten Aufnahmesession, in den nächsten Tagen, für euch beide auch, noch angesprochen werden von mir. Hier kann ich es jetzt ja so schon mal für euch sagen. Ich muss das jetzt für die Zuschauer dann natürlich noch mal ein bisschen aufrollen. Es geht darum, was mache ich, wenn ich über Nacht tatsächlich berühmt werde? Was mache ich dann? Ich meine, werde ich nicht... Das ist nie, das ist echt schwer zu sagen. Das... Ja, eben. Also ich wüsste das jetzt auch nicht so aus dem FF. Ja, eben. Und ich möchte halt mir selber treu bleiben und ich möchte einfach das Ding, was ich bis dato aufgebaut habe, es sind nur knappe 630 Abonnenten zum Stand des 20.05.2015, 0.15 Uhr, da sind es halt knappe 650, 630, bin jetzt ganz sicher, irgendwas so in dem Dreh, Abonnenten. Ja, aber finde ich schon eine ganze Menge, ne? Also das ist schon nicht schlecht. Aber, ja. du weißt selber oder ihr wisst selber, wie viele von diesen Abonnenten sind auch tatsächlich tot. Ja, gut. Ja, bei mir habe ich manchmal so das Gefühl, 95%. Naja gut, wenn bei dir ein Video rauskommt, dann gucke ich mir das meistens einen Tag später an, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, gerade keine Zeit habe, wenn ich das sehe, weil ich in der Schule sitze, dann abends entweder WoW-Raid, Aufnahme oder auch mal mit meiner Frau. Natürlich, ich mache immer was mit meiner Frau. Soll ja auch nicht zu kurz kommen. Die ist ja schon klein. Richtig. Die wohnt ja schon in Hobbithausen. Die wohnt ja auch. Wie war das mit Moment, ich muss die Fritteuse runterholen? Ja. Genau. Ja, die steht bei uns auf so einem Schrank und da komme ich gerade mal so mit meinen, ja, fast 1,80 Meter komme ich gerade mal so an. Alter, das wird so ein Schock für dich, wenn wir uns mal gegenüberstehen. Wieso? Weil du so klein bist oder was? Ja, du kriegst erstmal eine Genickstarre. Oder ich. Ja, ich wahrscheinlich. Vom nach unten gucken. Du ja. Ach so. Du hast mir deine Körpergröße gesagt und ich weiß, wie groß meine Ex-Freundin war. Die war nämlich so groß wie du. Mhm. Also von daher weiß ich schon so in etwa, auf welche Höhe ich runter gucken ja. Muss. Was ist hier denn los? Was hast du denn? Ich hab. Produktion steht hier. Ich hab einen zu hohen Überschuss an Hydrogen. Ah. Deswegen kommt der Electrolytic Separator nicht hinterher. Ich dump mal den Tank ein bisschen. Den Tank. Ja, keine Ahnung, wenn ich das hier jetzt gerade richtig sehe, das ist ja geil. Ich dumpe den Tank, ich produziere weiter und ich habe auch noch so eine Burning Gas Engine dran. Und ich produziere gerade auf Null. Und hab. Na, jetzt geht er runter. Ne, jetzt hat sich die. Ach, jetzt hat sich die Gas Burning Engine erst zugeschaltet. Jetzt geht er runter. Ich weiß gar nicht, kann man diese. Klaus, du weißt das doch auch immer mit Mechanismen. Kann man diese Tanks nicht auch in Reihe schalten? Ja, aber ich glaube, die musst du übereinander stellen. Okay. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja gut, ich dump den jetzt einmal ein bisschen. Ich werde mir in der Zwischenzeit noch mal eine Zigarette anzünden. Wie, du rauchst? Ja, ihr doch auch. Nee. Nein, als guter Let's Player, da trinkt man nicht, da raucht man nicht. Ja, hast du überhaupt ein Leben? Vor allem, wie geil das Ganze, die ganze YouTube-Welt, die euch schaut oder uns drei schaut, die weiß, dass wir rauchen. Alle drei. Ja, nicht jeder kriegt es mit, dass du rauchst, ne? Hattest du nicht mal irgendwann so einen Kommentar unter deinem Video, was du rauchst? Erinnerst du dich noch dran? Ja, ich habe das ja auch die erste Zeit obergeheim gehalten. Warum? Weiß nicht, das war irgendwie so, also ich halte es weder geheim, noch gehe ich damit hausieren und private Fragen, ja, weiß ich nicht, beantworte ich von Haus aus immer äußerst ungern. Ja, so einige Fragen
solche Sachen, das ist mir ja egal. Also bis zu einem bestimmten Punkt mache ich das ja auch noch mit. Wurde ja auch schon mal nach meiner Augenfarbe gefragt. Da habe ich auch gesagt so, ja was, blau. Das blauste Blau, was du jemals gesehen hast. Und das ist jetzt übrigens kein Scheiß. Die meisten Ex-Freundinnen von mir, das hat mein bester Freund für mich mal getestet, weil der hat gesagt, das glaube ich dir nicht. Aber es stimmt. Die meisten Ex-Freundinnen von mir, wenn du die fragst so, ja, an was erinnerst du dich denn, wenn du jetzt so an ihn denkst? Seine Augen, seine blauen Augen. Der sagt deine dann blauen Augen machen mich so sentimental. Der sagte dann mal so in so, der schon wieder. In so einer Bierrunde, als wir darüber mal gesprochen haben, da hat er dann mal so rausgehauen. Ja, sagt er, und das stimmt auch noch. Und ich so, ne? Wer hat dann mal meine Ex-Freundinnen gefragt? Und dann sagt er, ich bin aus allen Wolken gefallen. Die denn das wirklich gesagt haben. Und dann sagt er, drei von vier haben das gesagt und die eine hat nur gesagt, wer? Wer? Ja, die gesagt hat, wer, die kann auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, manchmal ist das so. Da kann man übrigens, als die mit mir Schluss gemacht hat, das kann man sogar hören. Hm? Ja, als meine letzte Freundin, die ich vor meiner jetzigen Frau, vor der Juten Trivolotta hatte, als die Freundin, die ich davor hatte, mit mir Schluss gemacht hat, war ich nämlich schon am Let's Play. Das hört man. Ah, okay. Ja. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Da warst du gar nicht gut drauf zu sprechen. Irgendwas mit Facebook, bla. Richtig. Die habe ich das mal ein bisschen mehr in der ruhigen Runde erzählt, ne? Ja, nee, du hattest es auch im Let's Play angesprochen, weil du anscheinend doch super sauer warst. Ja, das kam erst später. Das kam, das hing damit zusammen seinerzeit, dass ich getrollt wurde. Und zwar habe ich auf jedes Video ein Dislike bekommen. Ah ja, stimmt, genau. Das und da habe ich dich denn noch persönlich angeschrieben und habe gesagt, ich brauche mal seinen Rat. Ich brauche mal einen Rat von einem alten Herrn. Danke. Und er hat dann nur, Tagun hat dann nur gesagt, so, du, es gibt die Möglichkeit, Kommentare und Bewertungen zu deaktivieren. Mach das mal über einen gewissen Zeitraum. Er sagt, ja, aber die anderen Zuschauer, da hat er dann nur gesagt, die werden es verstehen. Habe ich gesagt, da hat er recht. Da hat er richtig recht. Weil ich meine, ich habe auch im Laufe der Jahre gelernt, man muss seine Zuschauer nicht wie Glaspuppen behandeln. Nein. Muss man nicht. Das ist. Und was ich auch immer schlimm finde, das ist dieses, wenn man Leute kritisiert, ne, dann irgendwie, also YouTuber im Allgemeinen so kritisiert, ey, die gehen immer ab wie ein Zäpfchen, ey, anstatt einfach mal sich die 3 Sekunden Zeit da, also sich die 3 Sekunden Zeit zu nehmen und vielleicht mal drüber nachzudenken, ob da vielleicht was dran ist oder nicht, ne, das ist. Ich meine konstruktive Kritik, nicht jetzt irgendein Troll oder so, der ankommt und nur basht oder so, ne? Sondern wo du auch so denkst, so, ja, eigentlich hat er ja gar nicht so Unrecht, ne? Das ist, aber manche sind ja so kritikresistent, nenne ich es einfach mal. Die bei dem einen Messerfreund zum Beispiel, ich gucke sehr gerne mal ein Messervideo und der hat mir dann, habe ich Kritik geschrieben, dass er sich doch da bitte nicht einspannen lassen soll für irgendwelche Jobs und da irgendwelche Lieblings mit reinsetzen sollte. Lange Geschichte, kurzer Sinn auf jeden Fall. Schrieb er mir zurück, dann soll ich doch seinen Kanal deabonnieren. Das ist doch. Also, nee, da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Naja, und vor allem, du bashst ja nur gar nicht. Nein, das ist. Ich hab's ihm nur versucht, freundlich klarzumachen, dass er sich da für einen Karren spannen lässt, wo er anscheinend keine Ahnung von hat, was das bewirken soll. Ja. Und hab ihm versucht, das zu erklären und ja, und dann kam wirklich, also da ist nichts von der Kritik hängen geblieben. Da kam dann einfach nur, ja, dann kannst du mir auch deabonnieren. Ja, dann ja genau. Jo, dann, ja. Ja, dann ist das halt so. Ja, dann ist der Deabonnieren-Knopf ja schon durchgedrückt. Nee, also, nein, habe ich nicht gemacht. Ich gucke noch weiterhin. Ne? Also okay. Das ist aber, wenn er keine Kritik haben möchte, dann poste ich halt auch keine Kommentare mehr unter seine Videos, weil er möchte ja dann auch nichts Positives von mir haben, wenn er nichts Negatives haben will. Richtig. Deswegen, das, wie du das gerade sagst, deswegen halten diverse Leute, die jetzt ein bisschen länger mit mir schon zu tun haben, halten viele immer sehr, sehr viel von meiner Kritik. Weil sie ist zwar manchmal abartig und bösartig, aber sie ist ehrlich.
Ne? Ja, weil abartig, bösartig will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, bei dir jetzt nicht unbedingt, weil... Da Kritik sollte immer konstruktiv sein. Ne? Das ja, das nicht, definitiv. Weil, ja. Die meisten und die meisten benutzen Kritik einfach nur zum Bashen. Und das ja, ist richtig. Nicht. Ja, das mit dem abartig, was ich damit meine, das ist mehr so aufs Real Life bezogen. Weil okay. Bei dir weiß ich, wenn du mich fragst oder irgendwas oder wenn ich dich wirklich kritisiere, dann ist da auch irgendwie was hinter, dass ich jetzt nicht bösartig und gemein sein will. Jo. Wenn das jetzt in meinem Freundeskreis ist, dann will ich bösartig und gemein sein. Es ist einfach so. Das ist einfach so. Das gehört einfach zu mir und meiner Person. Ach, ab und zu möchte man auch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Ja, natürlich. Und es gibt doch auch nichts Schöneres, als wenn sich andere Leute aufregen. Für nichts. Wo du denn da teilweise denkst so, Alter, du schiebst seit einer Stunde einen Film. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was das geht. So betrunken bin ich. Ja, ja, irgendwann sagt man sich auch nur noch, Alter, atme mal ein bisschen locker durch die Hose. Mein bester Freund ist so ein Typ. Mein bester Freund Mac ist so ein Typ, Alter, mit dem kannst du stundenlang diskutieren. Der kommt aber nicht weiter. Aber das jetzt, ich gehe jetzt davon aus, wenn wir betrunken sind oder so, ne? Ja. Er kommt nicht weiter. Er kommt einfach nicht weiter. Und vor allem, ich bin und bleibe auf vielen Meinungen ja einfach auch so knack festgefahren, ne? Und mir macht das ja auch teilweise Spaß, gerade ihm gegenüber, weil ich ja weiß, dass er ist ja auch nicht gerade besonders groß, er ist auch nur irgendwie, was, 1,65 oder so. Und er sieht dann halt aus mit seinem Bart, also so ein richtig, so ein Viking-Bart, also sieht richtig Hammer aus bei ihm. Er sieht dann halt auch noch aus wie so ein kleiner Troll. Ne? Okay. Also wo du dann wirklich so denkst, so, Alter, Rumpelstilzchen, komm mal runter. Was hab ich denn jetzt hier gekriegt? Was war denn das jetzt hier gerade? Ach, ein Modifier. Okay. Ich will da eigentlich mal Auto-Repair raufmachen bei Gelegenheit. Auf den Hammer!